Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge NLA. Was ist beim letzten Mal passiert? Zuerst haben sie eine PvE-Base gereidet, beziehungsweise die Tür stand offen. Sie haben sich genommen, was sie brauchen können. Danach haben sie noch eine andere Base gereidet. Da sie nach langem Suchen nichts Nennenswertes gefunden haben, sind sie jetzt auf Genesis 1. Das ewige Suchen erspare ich euch. Wir gehen rein, viel Spaß. Oh, bitte Gebäß, dicke Base, dicke Base. Wo? Warte, Bots sind... Solltest du nicht rein, Yeeten. 15. 15, 15. Da bin ja, ich doch so fast. Zwei Asteroiden oben drauf. Mit Tech-Turrets und allem. Full-Tech-Base. Wahrscheinlich hier so im Weltraum. Full-Tech-Base, so RP-mäßig. Nein. Mit Tech-Turrets und allem. Tech-Jenny. Bin jetzt bei 15, 15, aber ich sehe die Base nicht. Du musst ganz nach oben. Passt an die Map-Border oben. Ja, ja, ich bin da. Oh, yes, I see. Base. Bist du denn? Quasi unter der Base. Ich bin bei dem blauen Wal gerade. Ich auch, ich bin direkt neben dem. Ja, ich hab dich gerade gesehen. Ich bin jetzt an dem Asteroid vorbeigeeatet hier. Also, ich seh dich da. Ich komme mal. Spring einfach nach ganz oben so an. Nach über die Base und guck einfach von oben. Wenn du nicht zu nah dran bist, alles. Guck mal, hier ist so ein kleiner Asteroid hier, wo ich bin. Siehst du mich? Mhm. Wenn du hier chillst. Also, warte mal, ich land da mal drauf. Setz mich einfach auf. Alter. Okay. So. Das Ding ist huge. Ja, und das halt auch fucking nicht raidbar, richtig, weil du musst es mit Dings soaken, mit Paracer. Und wenn du auch nur den Asteroiden links clearst, den kleinen, wo der Turret Tower drauf steht, und du willst mit Paracer zum anderen rüberspringen, wirst du von den Tech Turrets einfach weggepusht. Hm. Kannst du kein Quetzel benutzen, zum Hedgeframe Quetzen nichts. Okay. Das Problem ist halt auch, du musst dran denken, das sind Tech-Wände, das heißt, wir brauchen irgendwie 23 C4, um uns da durchzusprengen durch einen oder so, ne? Mhm. Weiß nicht, wie viel man braucht. 17 oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall übel viel. Ich würde eher die Cave, glaube ich, raiden, anstatt das da oben, weil das oben ist ein bisschen fucked, glaube ich. Cave ist halt einfach nur gesoke. Weißt du? Ja, ja, klar. Also, ja, doch. Okay, also. Boah, Alter. Nach Deutsch? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, es ist so, ich bin noch auf so einem schmalen Grat, also warte mal, ich schick dir mal einen Screenshot. Also ich habe auf jeden Fall einen toten Winkel gefunden, sogar einen ziemlich hugen. Die Frage ist, können wir das so krass abusen, dass wir damit unter die Base kommen? Da keine Turrets? Nee, eben nicht. Also ich komm nochmal dahin. Also da sind ein paar Turrets, aber die sind halt so vereinzelt dahingesetzt und die kann man nach und nach linen und mit Rocket wegschießen. Bin quasi, also hier, wo, genau da, wo ich hänge, das ist so die Ecke, wo am wenigsten gecovert ist, überhaupt. Und hier könnten wir vielleicht also halt ein, zwei Turrets wegballern mit Rockets und dann könnten wir unter die Plattformen vielleicht runter und von da aus die Base wegmachen. Guck mal, die Turrets. Die da droben schießt uns doch dann alles weg. Wo? Die Turrets sind aus, alle. Welche? Wait, ist der Tech-Jenny ausgegangen? Die Turrets sind alle aus. Komplette Base ist off. Was, jetzt gerade? Ja, guck mal, die Base ist komplett off. Spring doch mal alles entlang. Alles weg. Moment. Ist maybe gerade Tech-Jenny ausgegangen, weil keine Sachen mehr drin sind? Oh, du Verkäufer, gar nicht! Hä? Nein, mein Schoschstalker frisst mich. Dann hau... Hey, natürlich ist da was off. Ich wurde übelst weggelasert. Bei mir ist alles off. Ja, weiß nicht. Hier fress hier unten den Raptor schnell. Ja, ich bin dabei. Bei mir war alles off. Das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Ich kann dir einen Screenshot schicken. Dann spring runter, wenn er drin hat. Spring ab. Also keine Ahnung, ich wurde halt von Heavies geschossen. Hat dein Maul, du Schwein. Oder zwei der Raptor, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein NA-Bait ist, wie damals auf dem Beam-Server von diesen kleinen Tech-Kindern. Weil du halt von Parasaurus detected wurdest. Das kann halt sein. Aber Turrets sind doch... Leuchten die immer rot beim Bloodstalker? Ja, ne? Ja. Ich guck gerade mit Spyglass, ob ich was sehe. Ja, ich guck hier auch wieder. Also ich guck halt von der Seite, von der ich Screenshot gemacht hatte vorhin. Ah, ich sehe ein Turret, was an ist. Wo? Meine Seite, mittlere Plattform. Steht ein Heavy zwischen den Rexen. Das ist auf jeden Fall an. Warte mal, mach jetzt ein YOLO. Was hast du vor? Jetzt oben drauf landen? Ja, ich spring jetzt rein, ohne Bloodstock. Uff.
Warte, bin gleich da. Ich versuch so ein bisschen zu observieren. Ich sehe dich links, ne? Ja, ich sehe dich, warte. Warte, ich guck für dich. Du bist bei der Crafting Station, ne? Ich seh's. Warte, ich nehme gerade mal. Das sind Fridges in der Crafting Station. Wenn es gleich angeht, ist XD, ne? Wenn es angeht, ist XD, ja. Ja, ich hab halt nur meinen Flak dabei und C4, also alles gut. Warte. Ja. Ich hover halt oben drüber rum und guck wie so eine Drohne. Das ist Boss Mats. Ist übel Gunpowder, Junge. Warte mal, und übel Metal. Kann ich hier kurz C4 noch mehr machen? Dann kann ich mich reinsprengen. Warte. Ah, die haben kein Poli, glaube ich. Maybe reicht's auch 10 C4 für ein Tech-Geld, ich weiß es nicht. Tech-Geld hat 6250 Leben, das ist ja eigentlich egal. Das Heavy? Das Heavy hat mich nicht abgeschossen. Okay, warte, ich geh rein, ne? Ja, mach. Guck von oben, ich meine, ich kann eh nichts machen, aber wenn ich irgendwas sehe, sag ich Bescheid. Willst du beim Tech-Gate rein oder was? Oder bei dem Tech-Tor, bei der Tür? Tür. Ja. Hat noch 4000 Leben, 4600. Wie viel hast du dran gehabt? 2 oder 3. Okay. 700 noch? Das eine jetzt, warte. Hier ist auf. Ja, okay, warte, ich guck wegen Internal. Ist off. Nice. Ich komm, ist alles off. Ich komm auch einfach rein. Ja, pass auf. Ja. Ist kein Internal, ja? Ja, hier liegen Gamer. Oh, der. Oh, Junge, komm rein, bitte. Ich bin unterwegs. Wir müssen die Atro von App holen oder hier eine jointen oder so. Achtung, Schoschstalker kommt rein. Komm ran, okay, warte, steig ab. Komm mit. Du musst dir den ersten Yi zeigen. Wo bist du? Ich bin über dir, ich lande. Komm mit. Guck den Typen an, der im Bett liegt, was der im Inf hat. Oh, moin, Alter. Junge. Ich bin erstmal reingejoint, Alter. 300% Pumpgun. Und das BP für die Fabi, boah, das ist halt schweineteuer, ey. Machen wir nicht, aber was ist denn die Handschuhe, Junge? Hier ist noch ein Gamer. Lol, das ist ein Farmslave, der darf nichts haben. Was hier unten? Oh, Cryo, oh, hier, unlock Cryo Fridge, 2 Stück. Oh, voll mit Scheiße. Guck dir die an, die Cryo Fridge ist da. Ja, ich komm hier nicht durch, Moment. Uff. Giga. Mit gelevelter, ausgewachsener Giga, Junge. Jo, Level 264. Übelste Bloodstalker. Die Atros hier? Ne, hier nicht. Warte, rechts ist noch einer. Ne, keine Atro. Ja, das ist ja egal. Die haben eine Mega-Chelon da drin mit 50.000 Leben, Junge. Damit können wir die Cave gleich soaken, die andere. Easy. Junge. Ich will hier halt noch nicht beißen, nicht, dass hier alles neutral ist und uns hier übel wegbumst. Aber wir müssen die Atro gleich holen gehen, Junge. Hier oben sind ja nochmal 5 Cryo Fridges. Was ist denn mit ihm, Alter? Hier liegt einfach ein Gamer rum, der komplett in voll mit Dinos hat. Bock. Junge, ist das dumm. Snow Owl Eggs. Einen kompletten. Hier oben sind Flak-DPs, das ist kacke. Die nehme ich mit. Was mit den Fridges hier noch? Ah, die sind pin-coded, scheiße. Wo ist denn der? Ah, ich sehe den Heavy. Warte, ich mach den Heavy aus. Oder ich meine nicht aus, aber ich mach ihn kaputt. Boah, wobei das Handschuhe-Flak-BP ist nice, ne? Was die haben. Geht so, ne? Ja. Der hat eine Battery, der Turret, deswegen läuft er noch. 400 hab ich gleich. Dura. Kaputt. Nice. Es scheint nicht auf neutral zu sein, das Zeug. Jo, wir können die komplette Base droppen, ne? Diese ganzen Bullets, was alles in den Turrets drin ist wahrscheinlich. Ja gut, aber was wollen wir mit den Bullets? Keine Ahnung. Ah, die sind noch Schränke. Ja, okay, warte, hier checken. Oh, ich mach Neutral Check. Ja, mach mal. Warte. Okay, punch kurz. Nee, easy. Gut. Alles auf Passive. Ich hau mal hier den Schrank weg direkt. Lass mal die Crafting Station noch heile lassen, soweit es geht. Die ist einfach gescapped, die Pump. Ja, ich hol kurz meinen Bloodstalker, ne? Warte. Wo ist der? Weiß ich nicht, wo ist denn geparkt? Oh mein Gott, Digga! Hallo, Script Content! Alter, das ist legit wieder so übel scripted, ne? Der Jenny geht einfach auf, während wir die Base raiden wollen, geht der Jenny einfach aus. Ich weiß nicht, ob das währenddessen war oder ob wir das einfach die ganze Zeit nicht gerafft haben, dass die off waren. Doch, die waren noch online, die Turrets, als ich das erste Mal hier war. Lol. Show me what's inside. Oh, bisschen Taming-Zeug und Feuerpfeile. Nice. Bisschen viel, Alter. 600 Feuerpfeile oder so da drin. Oh, die haben 1300 Crystal.
kurz mal die Kühlschränke hier und so aufmachen für Matt Bruce. Weil ich bin ein bisschen am Dyen. Hier sind Schafe gecryote. Pock, komm ran. Hier sind übelst Kuchen, die müssen wir echt mitnehmen. Kuchen, warte, ich pack mal 30 Kuchen ein, wenn wir jetzt gleich die Höhle unten raiden gehen, die andere da von den anderen Typen für die Mega-Tier. Ja, ja. Pack in den Dingens rein. Aua, scheiß, was ist solche Kacke. Pack in den Bloodstalker einfach rein von mir. Hab ich. Warte, ich gemacht hab kurz schneller gleich, warte. Ja, ich hau einfach so lang schon mal drauf. Hier Custom Drinks irgendwo, mir ist Durst. Ja, da im Dingens war. Geh mal weg, die Sau. Ja. Ja, okay. Ja gut, hier ist mit Betäubung schon, statt juckt nicht. Hier wird nichts drin sein. Was war da drin? Pincode Edition? Warm. Wir sind noch Kühlschränke hier unten. Okay. Was ist hier mit den. Die sind alle aber auch Pincode, die Scheißdinger, ey. Boah, ich sehe nichts, Alter. 3 FPS. Was chillt der Dino hier oben rum? Hier sind Rex-Eier. 50 Stück oder so. Okay. Können wir Bosse machen, ey? Ja, mit fertigen Rexen können wir das wirklich machen. Wenn die Boss-Items haben. Ich hab halt auch keinen Bock, die Boss-Sachen zu sammeln. So. Wir müssen den Dingens wegmachen, ne? Den Replicator. Ja, weiß. Mach ich gleich. Hier unten ist übelst von diesen. Hier unten sind Trike-Eier. Alter, hier ist so viel Scheiße in den Fridges. Alter, brauchst du irgendwie noch Shadowstick? Ich hab nochmal 60 gelootet. Nee, danke. Brauchst du Mad Bruce? Ich hab irgendwie noch ein paar. War nicht so viele. Hier sind noch Schnee. Ich hab noch 50. Schnee-Eulen-Eier noch. Oh, das ist so ein Fliegen, ey. Alter, hier ist so viel Scheiße in den Fridges. Und guck dir die mal durch. Hier sind 2 und hier vorne ist auch nochmal 2. Jo. 40 Mindwipes. Ich kümmere mich mal kurz um Stuff. Hier ist auch, Oh, der Giga ist blau, Junge! Ich wollte gerade sagen, hol mal. Hast du jetzt schon Giga ausgepoppt? Ja. Geht rein, Junge. Ist hier noch einer? Der Kraft Rexel. Nee, da ist keiner. Warte mal. Der ist kacke, der Giga. Gar nichts. Oh, er ist schön blöd, ne? Hau mal den Dingens weg. Hau mal hier den. Ach nee, du bist ja schon draußen, fuck. Ja, ich kann irgendwie aber wenden, warte. Ja, warte. Ne, passt schon, ich nehme einfach irgendeinen anderen Tame. Was macht denn hier noch Damage? Oh, hier sind auch neue Bloodstalker Level 25, wow. Warte. Die haben hier Rexe. Alter. Moment, ich mach das mit dem. Holy shit. Ja, das geht easy mit dem Flammenwerfer. Das ist eh der Ascended-Flammenwerfer von dem Hack. Der juckt mich, wenn der weg ist. Warte, ich helfe trotzdem mit, Moment. Oh, ist der bunt! Alle bunt hier. Brennt all ihr Schweine. Hittet der Rex das überhaupt? Nee, ne? Rex kann das nicht hitten, aber der Bloodstalker schon, wie lost. Junge, der Rex. Junge, der Rex. Guck dir die Stats an. Und guck mal, Leute. Der hat noch 21 Level. Ja, das ist ein Boss-Rex. Der hat auch einen geilen Sattel. Mhm. Holy shit, Alter. Der hat halt einfach... Uff. Mal gucken. Ja, moin. Okay. 650 Milli. Alter, Hauptsache halt Bloodstalker kann die scheiß Struktur damagen, aber Dingens nicht, Rex nicht. Hau mal weiter auf den Replicator ein, bitte. Mit dem Flammenwerfer. Ja, warte. Wobei, scheiß drauf. Bloodstalker macht eigentlich auch genug Damage. Ich brenne. Na, der zackt wieder, der Sau. Ess den Dödi. Ja, ja. Komm, ich komm. Warum hat er den losgelassen, die Sau? Ja, ist egal. Ja, weiß ich nicht. Dann musst du halt nicht zuschlagen, wenn ich mit dem Flammenwerfer hier was mache. Ja, dann mach halt mit dem Flammenwerfer auf. Da ist doch eh genug Bloodstalker und nimm dir halt einen neuen. Ja, scheiß drauf, den Rest machst du jetzt einfach alleine. Die anderen unten sind doch eh tausend besser als unsere. Können einfach da waren Level 25er drin. Egal, erstmal jetzt gucken, was hier drin ist. Mats. Mac Shielder. Indie-Cooker. Oh, ein Indie-Cooker, Campbench. Jo. Mensch, Indie-Kuka. Ja. Und das war's quasi. Rockets. Ne? Perlen. Warum ist da kein fertiger Mac drin, Junge? Was soll das, ihr Schweine? Er ist locker im Vault, sind locker Macs, Junge. Maybe, ja. Hier ist auf jeden Fall auch ein MDSM drin. Oh. Was ist er für einer? Bin ich ein schlafender Gamer? Er hat einfach Bloodpacks. Er war der Bloodpack-Slave, Junge. Das war Judas. Der hat auch Ele. Hier ein bisschen Ele drin gehabt und so. Jo, er hat hier einfach die übelsten Danolikos im Infatz mit ihm.
Wie kriegen wir Ele von Genesis runter auf eine andere Map? Gar nicht. Das heißt, wir könnten nur das mitnehmen, ne? Ja, ja, ich weiß. Die sind richtig krank, die Rechse, die da sind. Aber, ja, keine Ahnung, wir könnten halt Bosse machen ohne Probleme, aber wir bräuchten halt trotzdem die Boss-Items. Haben wir nicht die Boss-Mats noch auf Center? Auf Ragnar haben wir, wenn die Kiste nicht geradet wurde. Boah, das können wir gleich checken. Pack die ganzen Cryos ein, die Rechse sind komplett gestört. Alter, was ist das denn? Warte mal. Was hast du gefunden? Eine Sau habe ich gefunden, die liegt jetzt hier flockt eventuell in Eingang. Warte, ich kümmere mich drum. Unclaim und die hat Cryosec noch. Giga, Junge, du Schwein, beiß ihn weg. One-Bitten. Wir haben halt keine Atro. Wir müssen gleich eh nochmal auf App gehen und Dinge holen. Was? Die Atro. Und schon mal Sachen wegbringen. Okay. Oder den können wir hier irgendwie C4 craften. Ganz viel. Ja, stimmt. Weil hier ist auf jeden Fall richtig viel Crystal und Gunpowder. Ja, lass einfach C4 machen einfach. Hier ja. So. Warte, ich zieh mir mal mein Hazard Suit wieder an. Guck dir mal, ob du unten Hazard Suit oder so findest, dann ist es nicht so warm hier draußen. Ja, ich hab schon einen an. Junge, was ist das für ein Parasaurus? Will der mich verarschen? Was tankt der denn? Frage ist, ob die irgendwo Poli haben. Junge, 295er Parasaurus steht hier rum. Mit 124 Armor und 4500 Leben, die Sau. Ist dead, ich nerv. Poli hier unten im Fett, weil hier bisher habe ich noch keinen Poli gefunden, ne? Helf nicht. Aber hier ist, hier war doch Zement wie Sau. Und Metall ist doch hier auch wie Sau. Ja, aber wir brauchen ja Obsidian und kein Metall. Ach ja, stimmt, null. Wie kam ich denn jetzt auf Metall? Ich hab ein bisschen Poli. Kriegen wir denn Poli? Wie viel brauchst du wir denn? Wir sind doch fucking dumm, Junge. Genesis, kaufen. Alul, ja true. Hast du noch Punkte ordentlich? Kann ich so viel Poli kaufen? Ich hab Punkte, warte. 20 Poli konnte ich kaufen, weil das ist übel teuer. Ja, kostet 500. Ich kann kaufen. Wie viele Punkte habe ich denn? Ich habe 12.000. Ja, dann kauf komplett Poli durch. Scheiße. Ja, mach ich. Kann ich 125 kaufen. Weiß. So. Hast du schon angeschmissen? Nee, hast du nicht. Ja, es fehlt noch Electronic und Gunpowder. Ich habe das Handschuh-BP jetzt trotzdem mal eingesteckt. Und es ist halt wirklich not bad. 11 C4 können wir machen. Wie viel brauchen wir für eine Tech Foundation? Das ist ein Tech Ceiling. Das hier, wo die Cryo Fridges draufstehen? Ja, ja. Das ist das Ceiling? Ich? Ich weiß nicht, warte. Kannst du einfach gucken, nee, was das ist. Nee, das ist Foundation. Und Floors. Tech Boden, das ist Foundation. Ah, RIP. Das braucht ja, die wahrscheinlich viel. 15 oder so, ne? Auch. Mehr, ich guck mal nach. Arc Tech Foundation. Ich glaube so 20. Aber das können wir machen. Ja, wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, erstmal das zu sprengen für die Cryos. Ja. Als ob die keine Atro hätten, so. Der 4 macht 788, das heißt. Moment. Auf 19 C4, 20. Eine 19 C4 und eine Rocket. Okay, ja, lass es machen. Da sind aber zwei Floors, also brauchen wir irgendwie mehr, oder? Also müssen wir uns entscheiden, welchen wir kaputt machen. Ja, können wir das nicht in die Mitte legen? Nee, das würde ich nicht machen. Fang schon mal an zu sprengen. Bring mal den Bloodstalker. Ah, der ist wieder lebbar. Der lebt wieder. Ich hab den. Ja, der kriegt den Dödi irgendwie nicht gefressen. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm? Was für den. Deck mal ab. Okay. Pack drauf. Ja, ist wieder fast voll. Nice. Das ist der Bug, den Sagles meint. Wenn du okay. Bloodpacks reinmachst, er hat Hunger, du steigst wieder auf, kriegt er übel HP, wenn er die Bloodpacks im Inf hat. Fast wieder full. Fang schon mal an zu sprengen, ne? Ja, mach. Ich würde sagen, wir machen den mit 3 Cryfridges drauf. Achtung. Ja, mach. Ich krieg hier keinen Damage. Ich
Ciao, Gage. Junge, das ist so lächerlich. Da kannst du einen Titel schreiben. Der Tech Jenny went down. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, da war Zeug drin im Känguru. Oh, ach du Scheiße! Was? Uff, das gucken. Känguru war übel stacked. Will gucken. Oh, yeah. Komm. Ja, brauchst du ein bisschen Hazard-Zeug? Maybe? Alter. Lol. Lol. RGG. Uff, die Pelzjacke. 830 Dura. Das Ding ist fick, Alter. 100? 200. So. Es geht voll fit. Aber, ja, keine Ahnung. Ja, Bloodstalker erstmal unbrauchbar. Mal gleich aussortieren. Hast du noch C4 oder soll ich übernehmen? Ich hab noch. Nur 15. Okay. Er craftet auch noch was. Hol ich jetzt. Bin ich der Tech Jenny? Wo ist eigentlich der Tech Jenny? Ist nicht hier? Ja, ich glaub, der ist hier. Oh, RIP in die Forge. Tut mir aber leid. Ja, Tech Jenny. Nee, der ist aus! Da war noch Stuff drin! Hä? Hm? Da waren noch Charts drin, aber der ist aus. Warte, ich mach auf. Hm. Noch ein Gamer, lol. Wo hast du den jetzt hergeholt? Lol, der hat einen Tech Rifle. Was? Wer ist er denn? Hier, der lag hier im Bett, guck mal, was er für einen Pulli anhat. Lol. Er hat einfach einen Tech Rifle im Inf. Ja, joink, Junge. Der hat auch vier Elemente noch dabei gehabt, die Sau. Hat einfach mit Tech Rifle hier rumgeschossen. Der Skin wird jetzt erstmal angezogen. Nach wie es ist. Die Sau. Oh, hier. Jetzt hab ich seinen nicen Hoodie an, Junge. Geil. Guck mal, hier ist das der Dino Breeder, der hier liegt. Ja, ich weiß. Und warte, guck mal, er hier? Er ist der Bloodpack Breeder, er ist der Judas vom Tribe. Hier, warte, ich spreng. Ja, mach. Wie das aussieht, der scheiß Pulli, ey. Voll hübsch. Gönn Atro oder gönn Mac, Junge. Nimm ich auch. Nimm alles. Bumm. Erste angucken, sonst verboten. Erste. Ja. Okay. Bloodshosher, okay. Bloodshoster, ja, ist Arthur drin? Oh, Soaker. Geil. Jo. Jetzt der dritte. Schafe. Oh, Rexe ohne Ende. Und Sharkse, jo. Sharkse, moin. Junge, das ist das. Guck, wie viele Rexe, Mann. Ja, mein Inf ist der Slotcap mit Cryos. Ich nehme alles mit. Ja, geil. Reingesteckt. Wir müssen, glaube ich, zu Hause noch ein paar Cryo-Fridges kaufen. Als ob die keine Artro haben, Mann. Da erstmal Spaß mit dem Giger haben. Ist mein Drop-Off. Na, ich wollte die Drop-Off-Box hier noch angucken. Okay. Was du nicht machen darfst, du aufs Jump-Pad fliegen. Dann bist du tot, wenn du aufs Jump-Pad gehst. Hä? Dann geht es zu den Tower da hinten rein. Haha, aber mach ich doch nicht. Imagine, Junge. Yeah. Oh, shit. War hier unten noch im Cryo Fridge was drin, was ich noch nicht mitgenommen habe? Nee, ich glaube, die sind leer. Ja, ist eingesteckt, okay. Junge, ist das dumm, was wir am Profit hier haben. Hier liegen sie, die Schweine, Junge, geh Gott. Ja, vor allem die ganzen, allein diese ganzen überkranken Boss-Rexe, Junge. Ja. Die haben auch voll viele Dinos gebildet, die haben bestimmt auch Dinos mit zum Boss genommen. Wie viel C4 hast du gecraftet, Alter? Bisschen. Machen wir deine zwei, das müsste reichen, deine beiden. Eins noch. Ja. Jetzt gönn. Okay, linke. Oh, Junge, Turtles! Uff. Noch mehr Turtles! Zwei Cryo-Fridge voll Turtles. Okay, die andere Base ist wiped, Junge. Als ob so viel. Aber keine Artro, Mann. What the fuck? Oh, einmal bitte mich durchlassen. Wie viel HP haben die? Mach mal Test. Die sind nicht gelevelt. Die sind nicht gelevelt. Die haben 11.000. Ich glaube, die sind alle unlevelt. 18.000 hat die. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das als Bloodstalker passt, ob das Slotcapped. Moment. Cryo. Wir brauchen Arthur, Mann. Hey, der ist nicht Slotcapped. Aber jetzt müsste er gleich Slotcapped. Alter, ist das dumm. Ist dein Videotitel: Wir haben eine Mondbasis geraidet. Ja, easy. Clickbait. Das ist halt so dumm, Alter. Das ist halt der übelste Flicker. Also, wir haben ja nichts gemacht für den. Wir nehmen einfach nur ein Loot-Bild. Naja. Aber ist trotzdem geil. Ich musste ja nicht verraten. Was, dass die Base offline war? Ja. Hä?
Wahrscheinlich so, Cut, bin drin! Einfach so die riesen Base, Junge, dann von jetzt auf gleich. Ja, nicht? Ja, weiß nicht. Ja, also machen wir gleich Bosse, oder was? Heckweh. Ja, ich meine, ohne Scheiß. Lass machen. Wir haben halt Tech Rifle, ne? Ja, aber können wir nicht benutzen. Wenn wir auf Center die auf Beta machen, können wir irgendwas Tech Rifle danach. Ja, aber. Also, wir gucken gleich, würde ich sagen, als erstes. Oh, ist der geil! Ja? Hä? Was? Der Bloodstalker ist einfach, hat einfach orangene Beine, Junge. Der hat 14.000 Leben, was mit ihm? Was? Schwein. Nee. Show. Oh, Tech-Strukturen. Oh, 50 C4. Oh, es geht weiter, nice. Oh, geil. Ja, können wir die Tech-Strukturen eigentlich placen? Transmitter, Junge. Lol. Das können wir nicht placen, oder? Weil wir das Engram nicht haben. Weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal einen Tech-Door übelst, mit, Junge. Das sind auch noch übelst Tech-Catwalks. 28 Stück. Immer einfach die Sachen mit. Tech Doors, ja. Tech Pillar. Ja, geil, geht weiter. Easy. 52 C4, let's go. Warte, ich pack das Tech Zeug mal ein. Oh, schwer. Ein Cryo Fridge, dann nehme ich auch noch mit. Das ist einfach ein Tech Vakuum Compartment, Junge. Das Unterwasserbase bauen. Ein damit mit dem Scheiß. Oh, das ist mein Helm, den kriegt er nicht, Junge, ein Schwein. Okay, weiter. Welchen von welchen? Ein Kästchen oder sechs Kästchen? Was sagst du? Sechs, Junge. Aber kommen wir ja eh nicht ran, ne? Wir müssen das obere auch noch kaputt machen, das ist schon klar, ja. Oh, Vorsicht! Schwein. Oh, ist das gut, Junge? Das ist echt der übelste C4-Race, weil wir einfach Arthro hätten holen können. Wir sind faule Schweine, Junge. Sau. Wreckage. Junge, wie viel Hunger ich hier droppe, Alter. Übel am Fressen die ganze Zeit. Die Handschuhe sind anders scheiße, die die haben, Junge. Mach nur 400 Dura, aber Hauptsache an Sende. Die kosten wahrscheinlich Millionen Flak. Sende? Leute, die sind gecraftet. Nein. Von den Keks in der Luna Cave. Null. Die Handschuhe. Hä? Hey, ich hab Mastercraft BP mit 400 Dura. Okay. Schade, dass man Skiffs nicht wie Max unassembled craftet, sondern dass wenn man die craftet, direkt aus dem Replicator draußen spawnen. Imagine, wir finden den Skiff hier drin, Junge. Aber Mac wäre auch lecker. Bin gespannt auf Gewinne, Gewinne, Gewinne. Stella Vista, Baby! Da, Double Sack! Nicht! Ich guck. Warte, welcher guckst du rein? Den rechten. Ha, noch so eine Tech Pump Rifles? Und Tech Rifles. Ja, ja. Wie viele Tech Rifles? Boah, Alter! Wie viele? Oh, Tech Armor! Wie viele scheiß Fragenschilder? Wie viele Waffen, Junge? Übel, 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 übel Schilder! Hä? Aber kein Mac, so fucking Mac Attachments, aber kein warte, Mac. Warte mal, wie viel. Warte. Tech, ich gebe jetzt Tech ein. Ja, guten Tag. Ja, sind ein paar Tech-Rifle drin, ne? Und kompletter Tech-Suit und so. Okay, daneben der Bag. Hä? Welcher? Ja, nix. Wow. Geil. Rocket Turret. Ja, moin. Ich nehme die Cap Pumpgun und den Cap Combo Bow erstmal mit, Junge. Da kenne ich nichts. Gib wie viel Pumpgun-Muni, Junge? Tu mal die Cap Pumpgun her, du Schwein, du hast schon eine. Ja, hier, nimm die, du Sau, warte. Da. Ich nehme den Tech-Suit mit. Joink. Und das Tech-Riffel, das Gute. Das sind Cap Chainsaw drin, Junge. 298% Kettensäge. Das ist eine Flakhose, eine nicht gecraftete mit 950 Dura. Erstmal gejoinkt, Junge. Alter, wie viel Pumps? Junge, passt in dein Bloodstalker noch was rein? Jo. Der hat ja ein bisschen Weight, ne? Das ist der Tech-Stalker übrigens.
Der nimmt auch das Element mit, warum auch immer. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst einen Like da. Bis dann, tschüss.